Die Bürgerinitiative trifft sich in regelmäßigen Abständen und das ist auch wichtig so, denn auf der letzten Stadtratssitzung von Markneukirchen hat unser Bürgermeister Jakob doch recht viel Baldrian ausgeschüttet, um die Massen in Markneukirchen, Umgebung, Klingendal, Schöneck doch zu beruhigen. Unter anderem hat er gesagt, dass nach seinen neuesten Informationen Windräder über Wald nicht gebaut werden können. Uns ist eine solche Aussage nicht bekannt. Des Weiteren hatten wir, die Freien Wähler und die FDP, auch im Interesse der Bürgerinitiative gegen Windkraft im Stadtrat einen Entschluss eingebracht über einen Bürgerentscheid. Er sollte parallel zur Bürgermeisterwahl stattfinden. Und wir fanden dies als eine außerordentlich gute Sache, speziell auch vom Termin her. Dies konnte nicht so erfolgen. Auf CDU-Antrag wurde ein Abstimmungsergebnis erzielt, der zwar einen Bürgerentscheid jetzt beinhaltete, aber ihn auf einen Termin verschob, der noch in ferner Zukunft liegt, und zwar erst dann, wenn der Planungsverband die Planung auf den Tisch legt und im Gebiet des Hohen Brandes dann ein solches Vorhabensgebiet ausgewiesen wird. Es ist deshalb sehr, sehr wichtig, dass wir weiter hier trommeln, uns rühren und auch die entsprechenden Entscheidungsträger anrufen, um dies zu verhindern.